Hallo ihr Lieben, hier ist die Sabrina und ich begrüße euch zu einem kleinen Stick mit mir. Und wie ihr sehen könnt, ich bin heute mal wieder an meinem geliebten Schaukelbild. Und ich saß heute schon auf dem Balkon, habe schon ein bisschen gestickt und es macht mir so viel Freude. Wirklich. Ich bin jetzt auf der vierten Seite. Ich habe das Bild ja unten links angefangen, also eigentlich mit der dritten Seite. Bin jetzt auf der gegenüberliegenden Seite mit der 4. Hier oben sieht man, ist dann schon ein Teil von der ersten Seite. Und hier käme dann im Anschluss die zweite und dann bin ich fertig. Also ich bin so, naja, ich habe noch nicht ganz die Hälfte. Wäre natürlich toll, wenn ich es dieses Jahr noch schaffen würde, es fertigzustellen. Aber ich möchte mir da auch wirklich den Druck rausnehmen. Aber es wäre natürlich toll. Also, aber ich habe mir gedacht, also bis spätestens Frühjahr nächsten Jahres möchte ich das gerne fertig haben. Bin ja mal gespannt. So, wie ihr erkennen könnt, ich arbeite auf einem Kissen. Es ist so, dass das einfach für mich angenehmer ist, gerade auch, weil das Bild schon ordentlich schwer ist. Und ich habe es mir hier unten so ein bisschen eingerollt, damit ich das dann hier besser halten kann und auch eine gewisse Stabilität habe, weil ich mit den Fingern der linken Hand von hinten den Stoff so ein bisschen stütze. Und da ist es mir angenehmer, wenn dann die Hand auf dem Kissen aufliegt und ich dann dadurch auch ein bisschen gerade sitzen kann. Sonst hätte ich das Gefühl, dass es alles so nach vorne kippt, der Oberkörper. Und deswegen ist es mir lieber, wenn ich dann hier mich so ein bisschen aufstützen kann. Ja, und da wollte ich euch jetzt ein bisschen mitnehmen. Wie ihr sehen könnt, die Perlen zeigen alle nach links. Also für dich, liebe Claudia. Hier nochmal ein Filmchen, wie ich sticke, wenn die Perlen alle nach links gucken, ohne dass ich den Stoff ständig drehe. Du weißt, was ich meine. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Insider-Witz. So, dann mache ich das immer so, damit ich dann gleichzeitig noch hier mein Gedächtnis trainiere, dass ich mir dann, oder andersrum gesagt, ihr wisst ja, ich arbeite im 10x10. Das hat sich jetzt hier diese Rubrik so ein bisschen anders ergeben, aber das macht nichts, da habe ich eine Zeit lang ein bisschen anders gestickt. Aber nun möchte ich wieder das Feld vollständig haben mit jeweils 10 Perlen in einer Reihe. Und ich mache es immer so, dass ich dann die ersten 3 Perlen mir das Motiv einpräge. Also hier ist es jetzt zum Beispiel 7, Quadrat 7. Und dann nehme ich mir die schon mal raus. Die habe ich hier im Perlenbrett alle liegen. Von der lieben Mine habe ich mir damals so ein großes Perlenbrett gekauft und ich lieb's. Da habe ich die alle drin. Und jetzt nehme ich mir mit der Nadel, nehme ich mir jetzt die 3 Perlen. Also das ist jetzt 7, Quadrat 7. Und da lege ich mir die anderen 2, lege ich mir nebendran und sticke jetzt erstmal die 7, das ist in dem Fall die Nummer 1, nur komm her. So, dann habe ich das Quadrat, das ist die Nummer 2. Oh, und wieder die 7. Hey. So. Dann zupfe ich mir das hier so ein bisschen zurecht, damit auch die Perlen sich unten drunter noch mal ordentlich legen, damit auch hier wirklich eine saubere
Reihe entsteht. So, dann kommt 7 Herz A. 7 O komm. Und ein So, die lege ich mir neben dran. Das ist die 7. Und ein Herz. Oh, ich wurde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich nur noch 15% auf meinem Handy habe. Na, jetzt hoffe ich mal, dass ich euch ein paar Minuten mitnehmen kann. Ja, ihr Lieben, also wer auch in meiner Facebook-Gruppe ist, hat vielleicht gesehen, dass ich eine kleine Umfrage gestartet habe zum Thema Urlaub. Ich wollte mal gerne wissen, wer lieber ans Meer fährt oder in die Berge. Und ihr habt mich sehr überrascht. Also ich habe mir ja schon fast gedacht, dass wahrscheinlich viele von euch gerne ans Meer fahren. Aber es haben mitgemacht über 30 Leute bei der Umfrage und 24 möchten ans Meer. Ich glaube, es waren 5, die in die Berge möchten. Und ich glaube, 3 haben gesagt, och, abwechselnd, egal was, egal. Fand ich total interessant. Also seid ihr doch, ja, so wie ich, doch eher so die Wasserratten. Und es ist wirklich wunderschön. Also wer schon mal am Meer war, ach, es ist einfach toll. Es gibt wunderschöne Orte oder Fleckchen hier auf unserer Erde, sage ich mal. Und wunderschön das Meer. Und wenn da noch ein toller Strand dabei ist. Ich muss wirklich sagen, ich mag lieber Kieselstrand als Sand. Das hat natürlich einen Vorteil, dass man nicht den ganzen Sand dann später im Handtuch, wie auch immer, in der Tasche, in der Kleidung hat. Ist natürlich, wenn man jetzt kleinere Kinder hat, ist natürlich toll mit Sand, weil da kann man ganz toll spielen. Aber so ganz feiner Kieselstrand ist auch mega. So, jetzt muss ich gerade mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und jetzt gehe ich wieder zurück, damit ich den Überblick nicht verliere. So. Ja, und es hat mich sehr überrascht. Wobei ich muss sagen, Berge ist auch toll. Aber ich glaube, ich habe das letzte Mal schon angemerkt, dass ich jetzt nicht der durchtrainierte Wanderer bin. Und ja, also ich finde es schön, wenn du jetzt irgendwo in einem Ferienhaus bist und schaust dann so in die Ferne und schaust so in die Berge oder so. Das finde ich auch total klasse. Aber wenn es irgendwo noch einen See hat, in dem man dann ein bisschen schwimmen kann, dann ist das auch toll. Ja, fand ich sehr interessant. Also, da werde ich wahrscheinlich irgendwann noch mal eine kleine Umfrage starten mit einem anderen Thema und euch dann berichten, wie es ausgegangen ist. Beziehungsweise, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir unten in den Kommentaren gerne reinschreiben, was euch interessieren würde, was das Thema einer Umfrage mal sein soll. Das finde ich jetzt auch mal spannend. Und wenn ihr natürlich dann auch Mitglied seid in meiner privaten Gruppe auf Facebook, Sabrina Music and More, und dann
dürft ihr da gerne selber mit abstimmen. Wer gerne in die Gruppe möchte, aber noch kein Mitglied ist, der sucht sich die Gruppe auf Facebook und dann sehe ich ja dann, wer eine Anfrage geschickt hat. Und dann werdet ihr in der Gruppe sozusagen aufgenommen und dürft da ganz viel Spaß haben und euch wohlfühlen in der Gruppe. Das ist nämlich sehr, sehr schön. Ich glaube, es sind knapp über 140 Mitglieder. Und ich finde es auch schön, dass das so klein und familiär ist. Und das ist mir auch wichtig. Und mir ist auch wichtig, dass man respektvoll miteinander umgeht. Und wenn jemand zum 20. Mal die gleiche Frage stellt, weil er es vielleicht vergessen hat, dass er sie mal gestellt hat oder hat es noch nicht ganz verstanden, da ist keiner böse drum, da wird einfach nett geantwortet und erklärt. Und ja, also ich finde es da sehr, sehr schön und es darf alles gepostet werden, was mit Kunst und Hobby und natürlich hier mit unseren Lieblingshobbys zu tun hat. Auch mit Musik natürlich. Und es darf alles gepostet werden. Und da freue ich mich immer sehr über eure Beiträge und danke euch auch sehr dafür. So. Oh, die hat sich jetzt aber toll gesetzt. Also ich finde es immer noch phänomenal, ich mit meinem 10x10 hier. Das gibt mir unheimlich Sicherheit. Und ich weiß auch, dass ich dann später diesen Bereich auch in einem sticken werde. Das sind dann, meine ich, 17, aber da mache ich jetzt nicht 10 und 7, sondern da bin ich ganz mutig und mache dann 17. Aber ich würde jetzt zum Beispiel mir jetzt nicht zutrauen, das sind, glaube ich, 10, 20, 30, 40, 50, 60, fast 70 Perlen in einer Reihe. Könnte man natürlich machen, aber ich mag das einfach gerne und ich mag auch gerne, wenn sich dann so Stufen bilden. Ich habe ja hier zum Beispiel, habe ich auch angefangen, wirklich im 10x10er-Raster dann so Stufen zu bilden. Das ist auch eine tolle Sache, auch zur Orientierungshilfe. Ja, also da wechsle ich auch immer ab, so wie ich gerade lustig bin. Aber halt immer, ich variiere das 10x10, sagen wir es mal so. Ja, das mache ich. Ich habe mir jetzt auch heute, als ich auf dem Balkon gestickt habe, habe ich mir auch noch ganz, ganz viele YouTube-Videos angesehen übers Perlensticken. Und es ist einfach immer wieder schön, euch zuzuschauen. Also, es ist einfach, es verbindet ungemein. Und es ist auch wirklich so, wie die liebe Kunterbuntmine in einem ihrer letzten YouTube-Videos gesagt hat, dass man auch öfters mal drauf angesprochen wird, boah, was ist das, was du da machst? Und Wahnsinn, die Geduld, die hätte ich nicht. Und ja, es ist wirklich so. Und es ist auch, habe ich mir von der Rina Jackson auch ein paar Videos angesehen und da habe ich wirklich da gesessen, habe mit dem Kopf genickt, weil sie auch erwähnt hat, dass sie nicht gedacht hätte, dass sie so ein Typ ist, der so ein Hobby macht, weil sie eigentlich nicht so eine Geduldige ist, aber tatsächlich dann sich dadurch von ihrem stressigen Berufsalltag super gut entspannen kann. Und das kann ich voll und ganz unterschreiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das kann ich wirklich so unterschreiben. Es bringt einen wirklich so richtig runter, weil man sich halt nur darauf konzentrieren muss und man fokussiert sich das und schaltet alles andere irgendwie aus. Man blendet es aus und wenn das nur, ich weiß nicht, so eine halbe Stunde oder so ist und ich sticke oder painte ja auch
bevor ich zur Arbeit fahre, weil mir das einfach gut tut. Und wenn das nur 10 Minuten sind, oder letzte Woche habe ich es auch nur geschafft, mal morgens eben mal 10 Perlen zu sticken, und dann ist das schon so befriedigend, muss ich wirklich sagen. Also das ist echt, echt toll. Und wenn ich dann mal einen Vormittag habe, wo das nicht möglich ist, dann, ja, dann werde ich schon ganz unruhig. Also ich stehe sogar früher auf, damit ich die Möglichkeit habe, wenigstens ein paar Perlen zu sticken oder ein bisschen zu painten, weil ich das einfach brauche. Und dann weiß ich auch, ich kann gut in den Tag starten. Ja. Ich weiß nicht, geht es euch auch so, dass ihr dann euch extra noch ein Zeitfenster frei haltet, bevor der Tag richtig startet? Einfach damit ihr das Gefühl habt, ihr kommt da irgendwie gut durch. Ja, das würde mich mal interessieren. Oder ob ich da euch wackel ein bisschen, gell? Oder ob ich die Einzige bin, die da gerne früh aufsteht. Ich stehe sowieso früh auf. Also, kann auch sein, dass ich sonntags schon um 7 mit dem Hund rausgehe und dann, ja, also das ist keine Seltenheit. So, und jetzt gehen wir da wieder zurück. Also ich muss ehrlich sagen, an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hä? Ich glaube, ich habe eine Perle zu viel. Oh Gott, das in dem Video. Na toll. Dann gucken wir doch mal, woran es liegt. 1, 2, 3. Warte mal, das war hier schon eine zu viel. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na, also jetzt gehe ich mit euch mal auf Fehlersuche. Das finde ich jetzt wirklich mal spannend, was ich da jetzt falsch gemacht habe. Zum Glück habe ich das jetzt nachgezählt. Jetzt bin ich mal gespannt. Also das war jetzt eigentlich die 10 und die 9. Dann haben wir hier die 8 und die 7. Oh. Oh, oh. Faden ist aber auch viel zu lang, ne? Wisst ihr, was war? Ich bin ja ne. Ja, jetzt weiß ich, was der Fehler war. Ich habe richtig gestickt, aber ich habe eine falsche Perle mitgezählt. Ach, das ist ja witzig. Also zeige ich euch mal, was jetzt gerade passiert ist. Der Faden kommt ja von hier unten. Und diese eine Perle hier, die gehört ja eigentlich in diese obere Reihe, mit der ich ja schon fertig war. Seht ihr das? Und dadurch, dass die sich hier so ein bisschen breit gemacht hat, habe ich die aus Versehen mitgezählt. Also ich habe alles richtig gestickt. Eins, zwei, drei. Ja, ist alles richtig. Naja, dann machen wir es halt jetzt nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, stimmt. Egal.
Aber das kann schon mal passieren. Und es passiert tatsächlich. Ah, da kann ich euch auch gleich mal zeigen, wie ich einfädel. Also, für mich, blindes Huhn, ist das hier eigentlich nichts, hier so einzufädeln, weil ich das nicht treffe. Deswegen mache ich das so, dass ich mir den Faden wirklich so halte, dass ich so quasi von oben drauf schaue. Und dann nehme ich mir die Nadel. Und dann geht es hier durchs Öhr. Also das ist für mich, habe ich das irgendwann mal durch Zufall, habe ich das so gemacht und bin ich dabei geblieben. So, ihr Lieben, jetzt kann ich ja ohne Bedenken die 10 Perlen nochmal sticken, aber das macht ja nichts. Aber das sah jetzt echt komisch aus. Und das ist natürlich dann auch, ich habe jetzt echt gedacht, ich hätte eine mehr. Und dann hat mich das aber noch gewundert, dass es dann trotzdem hier am Ende trotzdem jetzt keine Stufe oder so reingekommen ist. Naja, das kommt aber auch daher, weil man sich ja eigentlich sollte man sich ja aufs Sticken konzentrieren und nicht aufs Reden. Wisst ihr, was ich das nächste Mal mache? Wenn ich euch mitnehme zum Perlensticken, dann muss ich ganz viel Toffifees essen. Und dann werde ich, nein, Quatsch, dann werde ich mir vielleicht ein paar Bahnen 10x10 einfach vorsortieren. Und dann kann man die einfach nacheinander wegsticken und muss eigentlich gar nicht groß nachdenken. Ah ja, das mache ich das nächste Mal. Das ist besser. Dann kann ich einfach so reden und muss nicht nochmal darauf achten, dass ich da keine Fehler mache. Ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr generell was aufmachen musstet? Ja, das kann leider passieren. Also ist natürlich dann bitter. Ich glaube, so ist es gerade bei der Antje Richter, glaube ich, ne? Dass man aus Versehen dann die falsche Seite verwischt und dann eine ganze Seite falsch gestickt hat. Das ist echt, oh, die Arme. Habe ich auch gedacht. Oh, das ist echt, das ist nicht so schön. Ihr Lieben, ich sehe gerade, ich habe bloß noch 5% auf dem Handy. Ich werde jetzt mein Video jetzt beenden. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war natürlich alles wieder total chaotisch. Aber das passiert ja immer, wenn ich ein Video für euch drehe. Passiert ja immer irgendwie irgendwas. Sonst wäre es ja auch langweilig. Also ich hoffe, das Filmchen hat euch gefallen. Ich werde euch das nächste Mal darauf achten, dass mein Handy auch gescheit geladen ist und dass ich dann ein bisschen mehr zeigen kann. Aber so habt ihr auf jeden Fall mal wieder einen Überblick. Gell, ihr Lieben, und passt gut auf euch auf. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und viel Spaß bei euren Handarbeiten. Tschüss, eure Sabrina.